Hallo und herzlich willkommen hier bei Lyrelda.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Lage von einer Ebene bezüglich einer Geraden beurteilen kann. Es empfiehlt sich dabei, immer von einer Geraden in der Ebene in der Koordinatenform auszugehen. Falls es nicht so der Fall ist, schaut euch die anderen Videos an, wie man so etwas umrechnet. Das ist immer der einfache Weg, das in eine Koordinatenform umzustellen. Nun, ich möchte also die beiden Ebene und die Gerade eigentlich schneiden. Normalerweise setzt man ja bei Geraden einfach die beiden Geraden gleich. Seht ihr, in dem Moment ist es hier nicht so möglich. Es ist viel einfacher, denn schaut euch mal das hier an. Hier steht x ist gleich. X-Vektor kann ich schreiben als x1, x2, x3. Somit ergibt sich das hier, x1 ist gleich 2 plus t. x2 ergibt sich zu 1 plus 2t. Und x3 ergibt sich zu 2 plus 4t. Nun, diese Identitäten hier drüben setze ich nun einfach hier ein und rechne es aus. Das heißt, ich komme auf 2 plus t plus 2 mal 1 plus 2t minus 2 plus 4t. Ist gleich 4. Ich löse zuerst die Klammern auf. Achtet vor allem darauf, dass das Minus natürlich auf die ganze Klammer wirkt, somit hier minus 4t steht. Wir sehen sofort 4t minus 4t, das hebt sich auf, das heißt, wir haben hier so t. 2 plus 2 minus 2 gibt 2. 2 plus t gleich 4. Nun minus 2, t ist gleich 2. Wie auch vorhin bei den Geraden nehme ich nun einfach das t und setze es hier ein und kriege meinen Schnittpunkt. Besser gesagt, einen Ortsvektor zum Schnittpunkt. Das heißt, klein s Vektor wäre 2, 1, 2 plus 2 mal 1, 2, 4, 2 plus 2 mal 1, 4, 1 plus 2 mal 2, 5, 2 plus 2 mal 4, 10. Das heißt, unser Schnittpunkt S wäre 4, 5, 10. Wir haben also herausgefunden, die Ebene E schneidet die Gerade G genau an den Punkt S 4, 5, 10. Nun die Frage, was passiert eigentlich hier in diesem System, wenn die Ebene parallel wäre zu G? Das heißt, wir hätten keine Lösung. Naja, schaut euch das an, wenn hier einfach nicht t gleich 2 rauskommen würde, sondern 2 gleich 3, also ein Widerspruch. Das heißt, wir würden keinen einzigen Punkt finden, wo sie sich schneiden, dann müssen Ebene und Gerade natürlich parallel sein. Würde hier eine wahre Aussage rauskommen, die für alle t gilt, zum Beispiel 2 gleich 2, dann wäre Ebene und Gerade identisch, sprich die Gerade liegt in der Ebene E, ist ein Teil davon. Nun geht auf unsere Homepage, schaut euch die Aufgaben dazu an und rechnet sie bitte selber mal durch.